Hallo liebe Steffi, schön, dass du da bist. Hallo Katharina. Steffi, erzähl, wer bist du? Ich bin die Stefanie Seidler, ich arbeite bei Obermann seit 2014 und ich arbeite in der Abrechnung. Ich arbeite sehr gerne hier, weil es ein schönes Unternehmen ist. Das hast du super schön gesagt. Okay, was sind deine Aufgaben in der Abrechnung? In der Abrechnung, ich arbeite in der Kundenabrechnung. Dort erstelle ich die Rechnungen für unsere Kunden, für Großkunden, für Einzelkunden. Und das mache ich einen Monatsabschluss und das halt immer wieder fortlaufend. Okay, super. Steffi, jetzt wollen wir dich ein bisschen besser kennenlernen. Ich würde gerne eine kleine Runde entweder oder mit dir spielen. Das heißt, ich sage dir zwei Optionen und du entscheidest dich für eine. Ist das in Ordnung? Auf jeden Fall. Super. Kaffee oder Tee? Kaffee. Süß oder salzig? Salzig. Berg oder Meer? Meer. Hund oder Katze? Beides. Das ist nicht entweder oder, aber okay. Sommer oder Winter? Sommer. Sport oder Couch? Couch. Nutella mit oder ohne Butter? Ohne. Sehr gut. Ich weiß nicht, wie man das mitessen kann, aber es gibt Leute. Okay. Bist du eher der frühe Vogel oder die Nachteule? Der frühe Vogel. Echt? Verrückt. 10 Millionen Euro oder Gesundheit bis ans Lebensende? Kann ich mal 20 haben? 20 Millionen? Das auch. Okay, das ist dein Preis, 20 Millionen? Gut. Helene Fischer oder Andrea Berg? Andrea Berg. So, zum Schluss noch eine offene Frage. Wenn du eine Superkraft wählen könntest, welche wäre das? Ich würde gern fliegen. Warum? Weil ich mir das traumhaft vorstelle, wenn man so Vögel beobachtet, was das Freiheitsgefühl ist. Ja. Steffi, jetzt bist du aus einem ganz bestimmten Grund hier. Welcher ist das? Ich habe Karten gewonnen für die Schlagerparty am letzten Wochenende. Warum wolltest du unbedingt Karten gewinnen? Weil ich einfach mal wieder rausgehen wollte nach dieser langen Corona-Zeit. Und dann habe ich gedacht, das ist hier im Ort, das ist lustig, das muss man mitmachen. Und wie gesagt, Schlager halt witzig sind für einen Abend, wenn man Spaß haben will. Und das war so der Hintergrund, der Spaßgedanke. Mit wem warst du auf dem Schlagerfestival? Mit meiner besten Freundin. Sehr gut. Also ein Mädelsabend. Auf jeden. Sehr gute Sache. Was war dein Highlight? Was hat dir am besten gefallen? Roberto Blanco. Der ist echt ein Knaller. Der ist 85 und der ist noch so tough und so fit. Das ist unglaublich. Ne? Also er hat halt wirklich da zum Anfang angefangen zu spielen. Ne? Und er hat echt da also die Leute gerockt. Ne? Und das, wie gesagt, mit 85. Top. Top coole Act. Sache, ja. Also Roberto. Wie war denn die Stimmung überhaupt? Gut. Gute Stimmung. Also war wirklich gut. Die Leute hatten auch wirklich Lust rauszugehen und ich glaube, da waren sogar 1600 Leute, was ja wirklich echt viel ist für Osterode und die Stimmung war gut. Cool. Okay. Dann, liebe Steffi, war es das schon. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du dir kurz die Zeit genommen hast, uns von deinem Abend zu erzählen und ein bisschen von dir zu erzählen. Ich wünsche dir heute noch einen wunderschönen Tag. Danke.